Hallo liebe Replay Volleyball Fans, ich bin Elisa Lohmann und ich gehöre zu den Replay Youngsters, deshalb wollte ich mich einfach mal bei euch vorstellen. Ich bin 20 Jahre alt und komme aus Parchim, habe dort das Volleyballspielen gelernt, bin dann aufs Sportinternat nach Schwerin gewechselt, habe hier die Schule beendet und 2 Jahre noch in der zweiten Bundesliga als Außenangreiferin gespielt und 2016 konnte ich dann hier meinen ersten Profivertrag unterschreiben beim SSC Palmberg Schwerin und seitdem trainiere und spiele ich hier auch. Allerdings bin ich auf die Position der Libera gewechselt. Unsere Saison verlief bisher ziemlich gut. Wir sind mit dem Supercup-Titel in die Saison gestartet. Unsere Ligaspiele waren bisher auch alle ziemlich erfolgreich. Ich persönlich durfte auch schon relativ viele Spielerfahrungen sammeln. Wir haben bisher ein Spiel abgeben müssen gegen meine Replay Youngster-Kollegin Pia Kästner aus Stuttgart. Das Spiel haben wir leider verloren, aber die Saison ist ja noch nicht zu Ende. Unsere Revanche, die steht noch aus. Die kommt auch schneller, als man denken kann. Diesen Sonntag ist, wie ihr vielleicht wisst, das Pokalfinale. Dort spielen wir gegen Stuttgart. Deswegen laufen unsere Vorbereitungen auch gerade auf Hochtouren. Wir trainieren fleißig, ich muss auch gleich wieder ins Training, damit wir dann am Sonntag Bestleistung aufs Spielfeld bringen, weil unser Saisonziel natürlich auch unter anderem ist, den Pokal mit nach Hause zu nehmen. Außerdem wollen wir dann noch unseren Titel verteidigen. Wir sind letztes Jahr deutscher Meister geworden und den Titel wollen wir natürlich am Ende der Saison auch wieder mit nach Hause nehmen. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall das Ziel gewesen oder ist es auch immer noch, mich im Training jeden Tag verbessern zu können und so viele Praxiserfahrungen, also Spielpraxiserfahrungen wie nur möglich sammeln zu können. Genau, und was ich euch sagen möchte ist, ich habe mir den Mizuno Wave Mirage bestellt. Das ist ein echt cooler Schuh, den kann ich euch nur empfehlen. Der passt sich gut dem Fuß an, ist für schnelle Richtungswechsel gut geeignet. Also für alle Liberas, schaut doch einfach mal vorbei bei replayvolleyball.de. Vielleicht ist dort ja ein Schuh auch für euch dabei. Also bis dahin und liebe Grüße aus Schwerin. Tschüssi!